Freunde, es gibt wieder neue Bundles. Und erstmal willkommen zurück hier auf dem Uncut-Kanal. Heute auch mal mit Intro, Offline-Aufnahme, wo ich ganz entspannt einfach mit euch ein bisschen quatschen will. Gleichzeitig natürlich eine schöne Runde mit euch erspielen. Und ich will mir heute ein Godzilla-Bundle holen. Es ist jetzt endlich rausgekommen, das letzte von 4 Kong x Godzilla-Bundles vom neuen Empire-Film. Und mein Plan ist eigentlich gewesen, mir nur ein Bundle zu holen. Und jetzt sind halt alle 4 draußen. Und ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was euer Favorit ist. Und ich will jetzt mit euch in diesem Video das neue Bundle holen. Hier Godzilla. Titanus Godzilla heißt er sogar. Guck mal, also der sieht schon sehr nice aus. Und als Waffen dazu gibt es die HRM9. Relativ interessant. Und hat natürlich auch noch Tracer-Effekte, die wir uns hier anschauen können. Ist schon heftig, wie die Leiche dann zerstückelt wird und sowas. Mal gucken, ob wir, ich teste das natürlich auch für euch, ob wir dann beim Schießen gestört sind, wenn man das abfeuert. Und halt eine Longbow-Sniper, ne, die ja so ein bisschen dem ER-K98-Vibes auch hat. Ist halt aber nicht One-Shot, soweit ich weiß. Mal gucken, wie sich die spielen lässt. Wir haben hier noch einen Finishing-Move, den kenne ich auch noch nicht. Wir schauen jetzt einfach direkt mal gemeinsam rein und holen uns das Bundle. Ich habe halt auch noch COD-Punkte über und will euch natürlich auch nicht hier irgendwie extrem motivieren, da reinzushoppen. Ich will das Ganze einfach für den Content für euch zum Testen natürlich machen. Ach du Heilige, nein. Man sieht ja gar nichts. Das kann ich nicht ernst meinen. Nein. Und die Longbow dazu? Okay, die hat ein ganz nice Visier tatsächlich. Und guck mal, wie schnell die schießt. Okay, damit geht es jetzt rein. Würde mich freuen, wenn ihr auf dem Kanal ein Abo da lasst, dass wir die 10.000 Abos jetzt bald knacken. Können wir sogar mit diesem Video schaffen, wenn ihr alle fleißig abonniert. Und ja, lass mal den Finisher angucken. Let's go. Ich finde es schon ein bisschen krass, wie das so halt vermarktet wird. Damit. Ach, guck mal. Der ist am Anfang einfach blau. Und wenn wir jetzt Kills machen. Oha, dann können wir jetzt hoffentlich ein paar Finisher machen. Es gibt ja, glaube ich, auch immer 3 verschiedene. Wenn man am, der Gegner am Boden liegt, bevor er genockt ist und normal rumsteht. Und noch was. Okay, bin sehr gespannt. Ich hole mir schnell mein Loadie direkt am Anfang. Und dann versuchen wir irgendwie die Finisher, dass man den Skin auch gut sehen kann. Und ja, Leute, an sich, ne? Also ich bin sehr froh, dass Rebirth Island einfach wieder da ist. So, hier haben wir ihn schon mal. Ein bisschen gesehen. Ist schon krass, ne? Wie die, also generell einfach, wie die Preise sich so verändert haben. Dass man jetzt so 24 oder 20 Euro ausgibt für einen Skin. Was hast du hier noch? Oh, der Server ruckelt auch schon wieder ein bisschen. Und dann hast du halt gut und gerne mal ein paar Ruckel-Server dabei. Aber der hat nur eine Pistole, warte mal. Komm, komm, komm. Warte kurz. Oh, die brauchen aber irgendwie viele Kugeln. Guck mal jetzt. Okay, der ist geil. Der andere Scar King, oder wie er heißt, genau, der peitscht halt die Gegner weg. Den fand ich halt auch krass. Und der von dem ersten Skin, der kam, von dem Kong Operator, der neue, dieser gelbe, der ist halt gefühlt noch besser, weil der halt die Gegner so wegschleudert. Aber der Skin an sich und das Bundle ist halt nicht so nice. Deswegen, man muss sich halt echt entscheiden, was man nehmen will. Ich glaube, ich werde auch bei dem hier bleiben. Und habt ihr das mitbekommen mit der Solar Eclipse eigentlich, hier Sonnenfinsternis, dass das Ingame hier auch so ist? Deswegen ist die Map jetzt noch ein bisschen dunkler. Finde ich schon irgendwie crazy, dass die das gemacht haben. So. War jetzt abends halt einfach, also gestern Abend, komplett dunkel. Und man hat hier richtig gesehen, wie der Mond vor die Sonne geht. Das ist schon krass. Und auch jetzt halt, ne, immer noch so ein bisschen düster. Ist schon irgendwie cool, dass die solche Sachen machen. Oh, hier war schon einer. Ah, nee, das ist es. Hat aber nicht Trick 17 benutzt. Wait, ist das gerade alles despawned? Normalerweise hat man da noch mehr Sachen. Okay, wir spielen uns ein. Da ist sogar ein Gegner. Im Wasser. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Auch wie das hier farblich aussieht, ne? Crazy. So, jetzt. Erster Kill mit der... mit der Longbow? Nee, er trifft alles. Komm, einen Snipe setzen. Wenn er mich lässt. Sind halt noch mehr, ne? Oh, ist eklig. Longbow hat auch wirklich keine gute Waffe, aber ich wollte halt das Bundle. So wie. Ich kann nicht!
So wie es ist. Ich habe so ein Glück, dass ich dieses Perk dabei habe. Moin. Schade, dass er kein Safe hat. Ich wollte jetzt echt gerne die Finisher reinhauen. Ach, evolven die Waffen auch eigentlich oder leuchtet die nur im Dunkeln so? Das müssen wir gleich mal checken. So. Nehmen wir noch mit. Jetzt gönnen wir ein paar Finisher, komm. Ja, jetzt geht's los. Die Longbow wird so nervig sein, glaube ich. Okay. Mein Plan wirklich, einfach so viel wie möglich auf Finisher zu gehen. Ja? Lol. Alter, was sind das für Gamer? Headshot gedrückt, dann noch ein paar Hits rein. Hat nicht gereicht. Oh shit, ich wollte eigentlich... Na, wir müssen uns, ich muss mich hier hart konzentrieren, glaube ich. Vor allem, weil ich halt jetzt nicht Meta spiele, sondern irgendeinen Bundle. Scheiße. Ja, jetzt haben wir ihn. Ah, wieder direkt down. Oben ärgerlich für meine Finisher. So. Wir landen mal oben einfach. Was landen? Die Gegner landen da. Noch ein bisschen verwirrt hier am Morgen, aber alles gut. 35 Schuss, da kann man wahrscheinlich... Die ist nicht so. Ist nicht so angenehm. Oh, jetzt. Da ist der Finisher wieder. Okay, jetzt haben wir schon Lila hinten drauf. Oh, die Leiche halt auch komplett. Das sieht ja krass aus. Guck mal. Okay, ist Instant Despawn. Nice. Komm. Ah. Also in den Lobbys muss man ja wirklich mehr als alles geben. Boah, zwei Hits, kein Down, ne? Also Longbow, wirklich einfach nicht so nice. Man sieht ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie noch anders bauen könnte, dass man besser was sieht. Warum habe ich ihn nicht angezeigt bekommen? Weil er wahrscheinlich Geist spielt. Der Deathmaster. Kurz mal Killcam auch gucken. Aber Finisher fühlen sich echt cool an. Guck mal. Ja, trifft leider alles. Das Loadout wird gezogen. Komm, komm, komm. Ganz schnelle Sache. Warte, der hat keine... Ist er das? Der bitte Plates haben. Er hatte keine Plates, deswegen ist er ins Wasser. Kann ich hier im Wasser einen Finisher geben? Nein, geht irgendwie nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Nice, das kannte ich noch nicht. Man lernt ja in-game nie aus. Wie im echten Leben. Ja, ich glaube, ich mache mal so einen Sicherheitsloadout, bevor ich das Geld verliere. Und dann müssen wir uns mal ein paar Leute schnappen hier. Ist, auch so, ist schon ein bisschen sehr dunkel, ne, durch das Event. Also, Leute, wo seid ihr? Oh, 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 nein, nein, nein. Bisschen Glück, bitte. Etwas ärgerlich. Oh, ich könnte Finisher machen. Bitte. Drück mir die Daumen. Ja, den nehmen wir gerade noch mit. Zack. Bin ich jetzt wieder? Ist so nice. Jetzt den snipen wäre sehr krass. Ist halt erste Runde bei mir gerade. Mal gucken, ob es hier sitzt im Nahkampf.
Nein, nein, nein. Was spielst du da? Was spielst du da? Ich war Two-Shot. Also die Lobby halt komplett verschwitzt. Wieso bin ich Two-Shot? Ich hatte auch Full Plates. Und der Bryson. Also da hat er aber auch krass reingelaggt. Ist das bodenlos, wirklich. Fast so bodenlos wie 80 Euro ausgeben, um einen Boxhandschuh zu bekommen. Also für das Geld kann man ja sich drei echte kaufen. Aber jeder wie er mag. Dafür teste ich das für euch ja auch. Dass ihr das nicht machen müsst. Wie findet ihr das Bundle so bisher? Ich muss... Ist hier einer gelandet? Also bisher muss ich sagen... Ist gar nicht so verkehrt. Müsste jetzt nicht. Also ich hätte gerne noch mehr... Von den vier Bundles, wäre es mir lieb, hätte ich die zwei anderen Finisher noch, aber ich gebe jetzt keine 20 Euro aus, um noch einen Finisher zu kriegen, glaube ich. Wo seid ihr? Ich spiele weiter auf Finisher und dann auch Win. Das ist so der Plan gerade. Ja, an sich halt, die Longbow, die wird sich nicht durchsetzen. HRM ist halt immer noch stark. Mal gucken, ob die halt bald einen Nerf bekommen. Das wäre halt schade, ne? Also zumindest für alle, die das Bundle gekauft haben. Sonst auch eigentlich egal. Okay, wichtige Smokes. Ja, und komm, eine Drohne geht noch. Ich... Nein, ich muss mir den hier holen. Der kämpft aber, glaube ich, mit Geist hier irgendwo. Big. Hier war gerade noch ein Marker. Wahrscheinlich ist es aber der, der gelandet ist. Ja. Okay, komm. Ich try es jetzt. Risiko muss sein. Einfach für euch hier, dass wir noch mal ein paar Finisher vielleicht hinkriegen. Er ist so one. Ja. Oh, no, no. Er wurde von dem da oben geholt. Hier ist aber noch einer. Nein. Er ist jetzt nicht wieder hochgegangen zu mir. Nein, das gibt's nicht. Und da ist noch einer. Ach du Scheiße! War er das? Ich dachte obendrauf, also obendrauf war safe auch noch einer. Ja, die haben mich zu zweit geholt einfach. Wie ekelhaft kann man sein? Aber das ist halt so das Ding aktuell. Ich fühle halt den Schmerz aller Rebirth-Spieler, dass die Lobbys halt so krank eklig sind, ne? Und wenn man dann noch von dieser bodenlosen Renette, die hoffentlich bald genervt wird, stirbt, wir machen jetzt safe noch eine Runde, und gleichzeitig halt auch ein Schildspieler, also was willst du machen? Leute, wirklich, F in die Kommentare. Aber schreibt mir gerne schon mal rein, wie ihr das Bundle bisher findet, was euer Favorite Bundle von den Godzilla Kong Bundles ist. Wir schauen mal ganz kurz zu Ende, was hier noch passiert. Also wenn der, ich hoffe einfach, er wird irgendwie aus seinem Leben gesniped, gestunt, was auch immer. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Ich habe jetzt mein Mikro wieder gewechselt und mal so mit den richtigen Settings so richtig von einem professionellen Typ, der sich auskennt mit Mikros und sowas, so alles eingestellt mit allem. Also könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob es euch soundtechnisch jetzt auch vielleicht noch einen Tick besser gefällt oder ob euch einfach gar nichts auffällt. Aber im Vergleich zu den letzten Videos merkt man das auf jeden Fall schon. Mir gefällt es so irgendwie besser. So ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, ob so Podcast-Vibes, aber einfach so ein bisschen schönere Klangfarben und alles mit den richtigen Settings. Macht übel Bock, da so ein bisschen drin rumzuspielen. Also ich verspreche euch, gleich gehen wir nochmal ein bisschen mehr rein, was Kills angeht. Nein, er gewinnt es. Er gewinnt diese Runde. Ich habe, glaube ich, gerade den Glauben an Solos wieder verloren. Ne? Aber es ist halt, manchmal hast du so Runden und dann gewinnt der wirklich hier. Macht wieder den Abstauber, hat dazwischen keinen Kill gemacht, einfach nur gecampt und gewartet.
Das ist halt auch Solos, ne? Also, entweder du spielst Solos und hast solche Gegner oder rennst halt bei Quads und Trios in Full-Stack-Teams rein, ne? Also die Arsch in Arsch spielen. Und habt ihr auch den Battle Pass fast schon durch? Also irgendwie, diese Season geht das viel zu schnell. Übrigens, ihr könnt auch, während ich die nächste Runde suche, auf meinem Hauptkanal beim letzten Video zur Maw Sniper gerade einen Black Cell Battle Pass Key gewinnen, ne? Damit ihr hier beim Battle Pass schon mal das, was man sonst für 30 Euro kaufen muss, einfach umsonst bekommen könnt. Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und da könnt ihr einfach mit liken, kommentieren, abonnieren, teilnehmen, einfach mal in die ins Video sliden von der Maw Sniper. Da ist das letzte auf dem Kanal gerade, wenn ihr es aktuell schaut. Und jetzt rein in die zweite und hoffentlich auch letzte gute Runde hier mit nochmal ein paar Finishern. Dann geht's rein in die letzte Runde. Ich frage mich, ob der noch mehr Stufen hat oder einfach das von Blau dann zu Lila wechselt und das war's. Ich glaube, so was ich bisher gesehen habe, war es das dann, ne? Oder er macht erst blau, dann normal, so pink-lila und danach nochmal mit so ein bisschen Glow-Up quasi. Okay, schauen wir nochmal rein. Schnell die Karte holen. Fürs Instant-Loadout. Konzentration. Oh, hier hat keiner mitgelandet. Oh, C4 ist ja jetzt auch wieder relativ stark, ne? Er kriegt so den Finisher. Ja, Nummer 1. Ah, ist schon geil, Mann. GG's. Warte, was? Achso, es ist Englisch, ne? Ich habe das böse F-Wort verstanden, aber es war es, glaube ich, nicht. Kann er nochmal hier landen? Nee. Aber war geil. Also macht, je mehr man spielt, immer mehr Bock. Wir machen mal den neuen Auftrag einmal, damit ich euch den auch mal zeigen kann. Beziehungsweise man kriegt halt da einfach ein Orbi, wenn man alles runterschießt. Zack. Wer hockt denn da? Wie weit kann ich einen C4 werfen? Schade. Man kann das ja wieder so krass werfen, jetzt heftig. Das ist ja... Wer ist hier? Das ist ja unfassbar geil. Hallo? Wie, du hast kein Safe mehr? Kein Finisher für mich? Was ist hier drin? Ist aber auch einer. Bitte hab noch Safe. Keiner hat mehr Safe. Die lassen mich nicht die Finisher drücken. Ist das ärgerlich. Komm, du hast doch bestimmt noch. Ja, ihr habt doch bestimmt noch was hier. Komm. Ja. Und? Lass mich, jawohl, okay. Ah, ich bin noch nicht lila. Jetzt, glaube ich. Ah ja, hier, gönnt euch mal die Saves. Dann kann ich weiter Finisher drücken. Wir machen jetzt einen Finisher-Rekord. Komm. Wäre halt geil, auch mal jemanden, der... Ah ja, jetzt guck mal, jetzt sehe ich schon... krasser aus, man sieht fast nichts, aber egal. Was sagt der da? Warzone. Nein. Oh Gott. Nein, er steht hier in der Ecke. Wie kann man denn so campen? Ich sehe nicht. Und ich werde gesniped von oben. Irgendwo. Ist das bodenlos. Ich habe ihn so schön ausgetanzt. Jetzt hätte ich ihn eigentlich ganz gut gehabt. Und werde hier bodenlos weggesniped. Aber sieht man wenigstens meinen Skin nochmal, für den wir reingepayt haben. Okay. Ja, Timing ist da. Schnell Lodi ziehen.
Hallo? Das dauert auch viel zu lange alles immer. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade Steps gehört. Aber es ist... Wo ist er? Er hat sich echt hingelegt. Obwohl er weiß... ja, genau. Obwohl er weiß, dass ich komme. Was soll er machen? In dem Sinne, hier unten schnell? Oder? Nein! Die Longbow ist so scheiße. Ja, das ist halt nice. Auch wenn ich die Gegner gefühlt nicht sehe wegen diesen ganzen Strahlen. Also, so ganz hat sich's, glaube ich, nicht gelohnt. Es sei denn. Ja, wobei es geht schon, ne? Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Das hätte ich beim Eisbundle halt auch gedacht, dass man da wenig sieht. Wer geht denn hier wieder hin? Oh mein Gott! Das gibt's nicht. Ich habe es geschafft, was ich wollte. One-Shot überlebt. Ihm den Finisher im Stehen gedrückt, der ist nämlich dann weiß ein bisschen anders. Wenn auch, ja, nicht so viel anders, oder? Ah ja, und dann noch, wenn der Gegner liegt. Ah, okay, HRM auf Midrange halt krass. Und ich habe ja nichts an der Klasse geändert, ne? Sehr geil, sehr geil. So, schnell darüber stimmen. Genug Smokes dabei. Und dann... Schnell die Drohne. Ja komm, wir pushen jetzt hier ein bisschen rein. Ich will ja mehr Kills machen. Jetzt haben wir schon mehr als die Runde eben. Nein. Guck mal, das sind halt zwei Sniper-Hitmarker. Wie frech, oder? Dass ich da nicht den Kill bekomme. Oh. Hilfe. Oh, hier ist noch einer. Ja, natürlich, also er hätte mit keiner anderen Waffe gegen mich gewonnen. Außer mit der viel zu schlimmen Renetti, die einfach, ja, immer den Gunfight gewinnt. Würde ich mit der spielen, wäre der auch so, hätte er auch so gelegen. Oh, ich kann mir noch schnell. Wenn es zeitlich klappt. Zumindest die HRM kaufen. Ja. Wichtig. Mehr brauche ich eigentlich jetzt eh nicht. Oh. Ja, das war wichtig. Dass ich Munition habe. Oh, jetzt nur die Frage. Wo der Typ hier ist. Ist der schon hoch? Nein, da ist noch einer. Rache ist süß, Bruder. Ist das stark? Okay. Ja, gib mir alles, was du hier so hast. Komm, Weste, zack, zack. Finde ich sehr gut. Wait, ich kann ja sogar mein Stuff wiederholen. Meine Perks. Wo ist meine... Nee, ich spiel's einfach nicht die Longbow. Bin ja nicht blöd. Okay. Maske halt down, aber es macht ja nichts. Und ich kann mir noch Drohne kaufen. Nein, ich habe ja keine... Smokes? Doch, da. Ey, sehr stark. Das holen wir uns nämlich wieder. Und jetzt ganz ordentlich vorsichtig das Ding hier runterrocken. An. Und noch eine Mini-Drohne, komm. Da ist er wieder. Papi, hä? Nicht mit mir. Hast du noch Geld gedroppt? Leider nicht wirklich. So. Da landet noch einer rein. Das ist zu weit weg. Ich brauche jetzt nochmal Finisher, aber irgendwie hat keiner... Self dabei. Wo? Wollte gerade sagen, den holen wir uns. Da ist er wieder. Danke für dein Geld, Bruder.
Das ist tatsächlich ganz geil. Dann kann ich mir noch eine Maske holen. Und noch einen Mörser. Komm, wenigstens eine Streak dabei. Und wir moven. Das könnte noch mal was werden, Leute. Auch wenn ich jetzt auf einmal brutal auf Toilette muss. Gar kein Stress. Wir holen uns hier die Kills jetzt noch. Ich überlege schon, ob ich... Ich sollte eigentlich hoch. Wurfmesser habe ich. Ich glaube, vorhin war hier auch nichts mehr. Auf der Drohne. Man weiß ja nie. Reinschauen sollte man trotzdem. Genug Smokes einpacken. Ja, bevor ihr mich irgendwer überrascht, nochmal gucken. Ja, angeblich niemand hier, hä? So, letztes Radar. Ja, alle Prison oben. Dann nehmen wir das Ding hier mit und pushen. Hier vorne oder Prison? Mal gucken. Wir gehen rein. Komm. Auch mal ein bisschen auf Risiko spielen. Oh. Hier wird gut gesteppt. Komm, wo seid ihr? Nein, auf dem Turm. Und da oben. Ist die Frage, wo auf dem Turm hockt der? Ganz oben, ja. Sind nicht mehr viele. Nein. Meine Waffe ist weg. Was passiert jetzt? Nein. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Oh Gottes Willen. Game, mach doch sowas nicht mit mir. Er ist nicht hier. Mein Game buggt gerade komplett. Ich höre auch den Mortar nicht, ne? Ach du Scheiße. Zwei hier. Geile Drohne aber. Einer straight über mir. Hallo, Kill? Okay, den nehmen wir. Komm, für Finisher. Nehmen wir mit. Hat er eine Maske vielleicht? Alles entspannt? Ich hab Posi. Noch eine letzte Smoke. Dann habe ich noch meine Clustermine hier auf entspannt. Drohne Prezi. Und Abfahrt. Oh shit, aber das müsste eigentlich passen. Ach, nein! Er ist ganz oben. Scheiße, habe ich nicht gecheckt. Und es ist der letzte. Hat er alles gemacht schon, oder was? Was ein Idiot. Er muss gleich runter. Das ist mein Kill. Ich konnte den Finisher. Ah, hätte er mal safe gehabt. Finisher zu holen wäre noch geiler, aber super geile Runde. Schöne 17 Kills zum Abschluss. Ist alles aufgegangen. Und wir haben sogar noch den vorletzten Gegner gerade mit Finisher geholt. Ist das geil. Hier die HRM-Variante. Also ich muss sagen, für den Finisher und den Skin hat sich das Bundle gelohnt. Für die Waffen würde ich sagen, nicht unbedingt. Auch wenn die HRM, wenn man die dann noch baut mit normalem Iron Sight und sowas, bestimmt cool. Ja, okay, also der Skin ist schon sehr heftig. Der ist halt auch nicht so auffällig, würde ich sagen. Und was haben wir gerade wieder für einen Bug bekommen? Ich bin die Leiter hoch und auf einmal habe ich keine Waffen mehr in der Hand. Aber Reef Island halt wirklich...
egal ob Solo, Spannung oder halt am Ende, ja, da ist die Solar Eclipse auch krass, oder halt, wenn man Quartz und so spielt, halt schön auf High Kills gehen, das macht schon Bock. Hab mich gefreut, Leute. War eine geile Runde, lasst gerne ein Abo da. Ja, Klasse brauche ich jetzt diesmal nicht zeigen. In dem Sinne, danke fürs zu Ende schauen und checkt gerne natürlich die Links in der Beschreibung ab. Wie gesagt, Black Sail Key könnt ihr auf dem Hauptkanal gewinnen. Und schreibt mir gerne rein, was ihr so sehen wollt hier auf dem Kanal auch. Ich wollte jetzt auch mal so ein bisschen mehr wieder in Richtung einfach neue Bundles, neuen Content einfach immer zeigen und halt gleichzeitig auch entspannte Runden mit Meta-Loadouts und so weiter natürlich auch. Aber einfach, dass der Content schön abwechslungsreich ist. Hoffe, euch gefällt es hier auch auf beiden Kanälen natürlich. Und in dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.